Willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Bauen und Wohnen. Jetzt sprechen wir mit einem Experten hier im Studio darüber, wie Sie online die Handwerker finden. Bei uns im Studio ist Andreas Oven, der Gründer von wirsindhandwerk.de. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Tobias, für die Einladung. Andreas, wir kennen schon länger, deswegen auch das Du. Wenn man Handwerker online sucht oder auf Webseiten geht, dann denkt man, naja, vor 10 Jahren war das auch mal in. Warum sind die Homepages so alt? Die Handwerker, wie der Name schon sagt, die sind draußen und die arbeiten mit der Hand. Digital war nie das große Thema für die und dem Handwerk geht es ja per se auch sehr, sehr gut. Mhm. Aber das ändert sich jetzt, ne? Und wir wissen ja alle, jeder sucht im Internet und wir kommen nicht mehr drum herum, auch das Handwerk nicht. Das heißt also, eine alte Website sagt überhaupt nichts über die Qualität der Arbeit aus. Ja, leider Gottes. Denn wir wissen ja, die Handwerker, die machen einen wunderbaren Job jeden Tag da draußen. Und wenn man sich mal herumhört, wie deren Ruf ist in deren Region, dann weiß man sofort, wer sehr, sehr gute Arbeit leistet. Aber das Internet spielt jetzt immer eine größere Rolle. Und der Endverbraucher sucht immer digital. Und deshalb ist es vielleicht auch an der Zeit, dass der Handwerker sich sehr, sehr gut und positiv digital abbildet. Du hast es gerade angesprochen, die Menschen suchen digital. Jetzt gibt es eine Fülle von Informationen. Vieles davon werde ich nie benötigen. Wie finde ich jetzt die richtigen Handwerker und die wertvollen Informationen in den Suchmaschinen? Das ist tatsächlich ein Problem. Denn wie wir es ja gerade hatten, der Handwerker selbst hat sich nie bemüht, viel Informationen ins Internet reinzulegen. Aber der Endverbraucher selbst, der ist es gewohnt, digital zu suchen. Sei es er googelt meistens. Er googelt. Und wenn man sich jetzt anschaut, was man jetzt alles digital kauft, bei Amazon oder nach einer Hotelsuche, ist es tatsächlich auch so, dass ein Handwerker jetzt auch über das Internet gesucht wird. Und dann ist die Frage, bekommt der Endverbraucher die passenden Informationen zum Handwerker? Bei Urlauben bekomme ich zum Beispiel ganz viele Informationen über die Bewertungsportale. Ja. Wie wichtig ist das und gibt es so etwas auch fürs Handwerk? Bisher in dieser Form noch nicht. Also ein Bewertungsportal wie jetzt HolidayCheck, speziell für Hotels oder TripAdvisor, zum Beispiel für Restaurants oder Yameda für Ärzte. In dieser Form gibt es noch nichts für das Handwerk. Wir sind Handwerk, soll diese Lücke schließen. Und ja, es ist unglaublich wichtig, dass man sehr spezielle Informationen mittlerweile findet, denn persönliche Empfehlungen werden nahezu gleichgesetzt wie mit Bewertungen im Internet. Das wollte ich gerade aufgreifen und fragen, wie wichtig sind diese Bewertungen? Weil man hört ja auch, es gibt viele positive Dinge, es gibt negative, man weiß nicht, welcher Kommentar wirklich ehrlich ist. Wie sind da die Erfahrungen? Naja, es gibt unterschiedliche Statistiken. Ne? Und eine Statistik besagt auch im Reisebereich, dass 78% der Bewertungen positiv sind. Nur 10% sind tatsächlich kritisch und das ist auch der Trend. Wenn man jetzt nach einem Produkt zum Beispiel sucht oder nach einem Hotel, man orientiert sich eher nach den positiven Bewertungen. Also man schaut, wie viele positive Bewertungen hat ein Hotel und schaut sich nicht an, wer hat die wenigsten negativen Bewertungen. Ja. Und da geht auch der Trend hin. Also man ist schon dabei, sehr positiv zu bewerten und ich glaube auch im Handwerk ist es genauso. Abschließende Frage, wir sind handwerk.de. Welche Handwerker finde ich dort und was sind die Ziele der Plattform? Ja, also wie der Name schon sagt, wir sind Handwerk. Wir wollen alle Handwerker natürlich einladen und einbinden, die es so gibt, ne, die auch laut dem Zentralverband auch als Handwerksbetrieb unterwegs sind. Und die Ziele bei uns ist es, ja, wir wollen das Handwerk sehr fair, ehrlich, wertschätzend, digital abbilden und denen auch die Möglichkeit geben, ihre tolle Arbeit auch zu präsentieren und zu zeigen und die Qualität dem Endverbraucher nahezulegen. Andreas, vielen herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio und auch die ganzen Informationen und Tipps für die Zuschauer. Danke dir, Tobias.